Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, Folge 31. Letzte Folge war ein bisschen chaotisch, ich bin ein paar Mal gestorben, weil Servos dann doch ganz schön hatte. Die blöden Geschütze waren richtig auf, sind mir richtig auf den Sack gegangen. Und jetzt müssen wir versuchen, hier zu fliehen, um die Biotika zu befreien. Beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Es ist eine tragbare Rundkehrung auf der Basis biotischer Barrierenmarschung. Und es heißt Octavia. Okay. Warum kommen Sie nicht einfach friedlich raus? Cousine Luana ist bereits an Bord des Shuttles, Octavia. Wollen Sie nicht dafür sorgen, dass sie sicher ist? Bringen Sie sie her. Was? Bringen Sie sie her, damit ich sie sehen kann, verdammter Lügner. Sie glauben doch nicht, dass ich sie einfach an Bord nehme. Okay, jetzt ist was mit lustig hier. Feuer! Mit Aufmucken hier. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück! Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Wurzel aus 906,01 ist gleich 30,1. Hallo, Commander Shepard. David, du kennst ihn? Ja. Er hat mich vor Cerberus gerettet und hierher geschickt. Es ist still jetzt. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. David. Er sieht besser aus. Ich erinnere mich. Normandy Crew. Tut mir leid. Es war nie Ihre Schuld. Ist es schön an der Grissom Akademie? Ja. Ich habe gezählt. Irgendwas Spezielles? Die Tage, die mein Leben durch sie verlängert wurde. Das Sicherheitsbüro. Schloss ist gehackt. Waffen. Viele Waffen. Leben Sie wohl. Ach, der gute David, den hat man im Mass Effect 2 gerettet, und zwar im Overlord DLC. Sollen wir da lang oder sollen wir da lang? Da geht's zu den Docks, dann gehen wir hier lang. Sicherheitsbüro, viele Waffen. Da ist auch das Mad Dog, das haben wir aber schon. Oh, das ist ein anderes Bewaffnung ändern? Das habe ich doch. Ach, das ist die zweite Version des Mad Dogs. Okay. Hat es mehr Munition? Nee, hat's nicht. Ja, dann gehen wir mal runter. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Das ist was für eine Nebenmission. Oh, scheiße. Ach,
Die Stelle, cool. Prioritätsziel, Studenten-ID 26-2B Rodriguez. Status Priorität Alpha, um jeden Preis lebend ergreifen. Sehr hohe Punktzahl bei Eignungstests. Biotische Fähigkeit begrenzt, aber dennoch perfekter Kandidat für Indoktrination und Verbesserung im Rahmen des Phantom-Initiative. Also dann wissen wir, dass die Phantoms Biotiker sind, die allerdings indoktriniert sind. Cerberus-Indoktrination. Ja, da lasse ich mich doch nicht zweimal bitten. Go, Leute! Hat sich da einer reingebackt oder was? Shit.
Wie Sie wollen. Beeilung, Commander. Die Normandie hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Okay, nicht so weg hier. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos. Für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Ja, Jack hat uns ja was anderes gesagt. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht Sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich! Oh, Mann. Ah, Anderson. Shepard, verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir, Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anna. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Oh Mann, ey. Ich hätte zum Beispiel gerne ein DLC gehabt, wo man Anderson auf der Erde begleitet. Das wäre richtig cool gewesen, glaube ich. So ein DLC auf der Erde, wo man mit Anderson die Schlacht... obwohl, es wäre wahrscheinlich dann genau dasselbe gewesen wie den Spoiler-Alert in Richtung Ende. Naja, okay. Machen wir mal weiter. Ich guck mal auf die schlaue Uhr. Was sagt die schlaue Uhr? Die schlaue Uhr sagt, wir haben noch ein wenig Zeit. Wir können uns unsere Aktivposten mal anschauen, ob wir da schon irgendwie was Neues haben. Wir haben einiges Neues. Terminusworte, Spectre-Einheiten und Truppen der Hanar und Drell. Allianz haben wir auch ein bisschen. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Kaylee Sanders, Jack, Allianzkreuzer, Navy-Erkundungsflotte. Das werden wir alles, glaube ich, zum großen Finale uns mal genauer anschauen. Kazumi Goto, Tigel, proteanische Datendateien. Wir sind jetzt schon relativ gut, aber immer noch beim Minimum.
militärische Stärke ist noch nicht so, dass wir ja irgendwie in Jubel ausbrechen könnten. Ich würde sagen, wir sprechen mal noch mit Primarch Victus. Ja, Commander. Das ist alles. Natürlich, Commander. Okay, wir können noch nicht weiter mit ihm sprechen. Das können wir dann doch erst wieder im Laufe der Geschichte. Hast du den Blitz von Palavin gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel gehen nicht auf, wenn es hässlich wird. Das muss man ihnen lassen. Commander, Sie haben eine verschlüsselte Nachricht von einer Miranda Lawson. Oh, Miranda. Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn Sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke, Commander. Ah, das ist schon eine Augenweide, die gute Samantha. So, hier mal ins Cockpit gucken, vielleicht können wir mit Ihnen noch ein bisschen reden. Hey, ich habe Gareth zwar immer verarscht, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Da draußen gibt's jede Menge Dreck, der eine Kugel zwischen die Augen vertragen könnte. Außerdem müssen wir ja vielleicht was kalibrieren. Ja. Oh. Ja, Shepard? Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Aber ich vertraue ihr trotzdem, ne? Auch wenn meine KI vielleicht nicht unbedingt... naja. Das mit den Gav ist ja schon schief gelaufen, auch wenn das dann eine andere Art von künstlicher Intelligenz ist. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie haben also tatsächlich Vorlieben. Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas, quasi als Kurzform. Lenkt sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Der Blick von Shepard. Das war ein Witz. Oh, scheiße, ey. Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Mhm. Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich Ihre Techniker getäuscht.
Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianzsoldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Ah. Wir hatten es eilig, zu ihnen zu kommen und wollten sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Wäre auch irgendwie doof gewesen. Weil die stecken ja alle... sind ja alle im selben Boot sozusagen. Wenn die Reaper da ankommen, wären wir schon sehr dumm gewesen. So sind die also und kommen. Weitermachen, Edi. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Ach ja, die gute Edi. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Geht schon wieder viel zu lange. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wir quatschen mal ein bisschen noch mit der Crew. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Und dann steht auch schon die nächste Mission auf dem Programm. Wir gucken mal. Bis dahin. Tschüss.